Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit den Tatara-Geschichten in Tatarasuna. Und die Quest klingt wieder nicht so, als würde sie äußerst lange dauern. Aber mehr als diese Bruchstücke gibt uns miHoYo aus irgendeinem Grund leider nicht. Xavier hat schon wieder eine neue Idee, basically. Da steht eigentlich immer der gleiche Text. Zumindest die letzten 5 Male. Ah, so ein perfektes Timing. Die Daten sind fast alle gesammelt und es ist nun an der Zeit, unsere Barken zu holen. Kein Problem. Das werde ich, das werde ich. Sei am besten schnell. Lass dich nicht von den Fatui entdecken. Was ist das für eine Konversation? Wir müssen die Barken holen. Kein Problem. Heißt quasi, ich mach's das. Und dann sagt er, das werde ich, das werde ich. What? Kein Problem, das werde ich. Du wirst ein Problem oder du wirst kein Problem. Was? Sehr gute Unterhaltung. Wir haben gut Fortschritt gemacht mit dieser Unterhaltung. Naja, wenigstens müssen wir wieder was machen. Aber ich habe die Befürchtung, dass es halt wirklich nur die Barken holen ist und dann Feierabend. Aber mal schauen. So, die erste war gleich hier, genau. Zack. Und dann müssen wir uns für die anderen beiden wahrscheinlich eh teleportieren, oder? Die war, glaube ich, ganz oben, genau. Dann holen wir uns erst die. Weil dann teleportiere ich mich für die obere einfach nochmal ganz hoch. Genau. Da muss man einfach nur runterspringen. Also ich weiß nicht, ich finde es cool mit diesem Loot, den die hier gemacht haben. Der resettet, by the way, jeden Tag. Also wenn ihr so einen Ort findet, wo, ja, wie hier zum Beispiel, wo einfach 5 oder 6 oder 7 solche Stellen sind, wo man so Loot finden kann, das resettet jeden Tag. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie der Loot ist halt sau trashig. Weil ich meine, diese ganzen Level 1 Artefakte und Waffen ist schon nicht schlecht, aber irgendwie bringen die halt auch nichts. Keine Ahnung. Ich fände es, glaube ich, sogar besser, wenn es permanent nur. Oh. Wenn es permanent nur Mora wäre. Selbst wenn es nur 300 Mora wären, wäre es, glaube ich, permanent besser. Weil die Waffen und so, das kann man halt nicht verkaufen, du kannst es nur benutzen. Und ja. Level 1 Artefakte und Waffen bringen einfach nicht viel. Ich meine, gut, manchmal findet man auch Level 2, zugegeben. Aber, naja. Wait, wurde das resettet hier? Oh, interessant. So, und die letzte Barke war ganz oben. Also ich sage, es geht nicht weiter. Ich hoffe, es geht weiter, weil ich einfach nur aus Grund der letzten 3 Quests, die immer nur so stückchenweise jeden Tag ein Stückchen gegeben wurden, gehe ich stark davon aus, dass es auch wieder so ist. Dass wir nichts weitermachen können. Yeah. Bericht erstatten. Zum Glück steht der Typ wenigstens neben einem Teleportationspunkt. Das ist der einzige Trost, den ich noch habe. Oh. Wie ist es gelaufen? Hast du alle unsere Barken? Ich habe sie alle hier. Bravo, jetzt gib mir einen Moment, um dieses Gerät zu modifizieren. Dennoch sind die letzten Aktionen der Fatui immer seltsamer geworden. Sie versammeln sich alle um den Kern des Ofens. Hoffentlich brüten sie nicht noch eine weitere heimtückische Verschwörung aus, oder sollte ich sagen, etwas versuchen, wogegen wir nicht ankommen. Und kommt direkt die nächste Quest? Natürlich nicht. Also heißt es wieder bis morgen warten. Oh Mann, das ist echt nervig, muss ich sagen. Also, vor allem diese kleinen Quests. Also ich würde es verstehen, weil ich meine, es ist eine relativ lange Quest, muss man natürlich schon dazu sagen. Ich meine, wir haben bestimmt schon knapp eine Stunde wahrscheinlich in die Quest investiert. Ich meine, wenn man jetzt alles perfekt auf Anhieb richtig machen würde, kürzeste Wege und so, dann wäre es wahrscheinlich weniger. Also ich meine, es ist schon eine lange Quest, okay. Aber die letzte und diese Quest, ich meine, es sind Sachen von 2, 3 Minuten. Warum einen Tag warten dafür? Also was ist der Sinn dahinter? Ich verstehe es wirklich einfach nicht. Weil im Endeffekt durch diese Wartezeit passiert einfach nur Folgendes. Du vergisst halt einfach, was am Vortag passiert ist, weil es halt einfach schon über einen Tag her ist. Wenn du nicht mal jeden Tag zum Spielen kommst, nur ein, zweimal am Wochenende oder sonst was, und ansonsten nur deine Dailies machst, dann weißt du überhaupt nicht mehr, was passiert ist, wenn du das nicht alles am Stück machen kannst. Also ich finde es einfach bescheuert. Und ich werde das jetzt in jedem Video sagen, ich weiß, bis wir die Questreihe fertig haben. Aber ich denke mal, nächstes Mal wird die letzte Quest kommen. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Auf jeden Fall, wenigstens gibt es immer Urgestein, das ist schon mal ein Vorteil. Danke euch fürs Einschalten, würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.